Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon bekannt. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir haben da jetzt echt was verbockt anscheinend. Da ist uns ein Dieb dazwischen gekommen. Ich weiß nicht genau, weil wir sollten ja das Horn von Jurgen Windrufer in Besitz nehmen, also hier rausholen aus dem Dungeon, und leider, ja, konnten wir das nicht. Das heißt, wir werden jetzt nach schriftlich mit dem Dieb des Horns, genau, nämlich im Flusswald. Da werden wir gleich mal hinstarten. Ich bin ja gespannt, was der oder wer der ist und was der uns zu sagen hat und warum der das Horn einfach so gestohlen hat und wie der einfach da durchkam. Ja, ist ja wirklich eine Frechheit, sondergleichen. Wir verlaufen uns da und brauchen ewig, um ein Rätsel zu lösen, und ja, zu guter Letzt gibt's da nur eine Notiz. Ja. Normalerweise taucht da gleich wieder ein Öldrache auf. Aber wir sputen uns, damit wir denen nicht begegnen. Ihr bringt nichts als Ärger. Ja, ich weiß. Ihr braucht etwas? Wir schauen, dass wir da reinkommen. Mhm. So, Schlafender Riese. Da sind wir richtig. Und bin ja gespannt, wer das jetzt ist. Ach Gott. Es kann ja nichts einmal reibungslos vonstatten gehen. Das war ja schon immer so. So. So, wir brauchen ein Zimmer, ja? Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Haben wir? Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ja, ich brauche ein Dachzimmer, gnädigste. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, was ist denn jetzt passiert? Na, Erstaunen und Pipapo, ich kann ja nicht mehr anders. Wo ist denn unser Bade? Du, sing uns was vor. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ich wurde als Skalder ausgebildet. Genau wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Ja, ja, du bist ja der Kontrahent von unserem Elfen, gell? Wo habt ihr gelernt? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Okay. Du singst uns das, oder? Was kann ich für euch tun? Irgendwas solltest du uns vorsingen. Ragnar der Rote... Das. Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Okay. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Okay. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Also gut. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr er sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Milch, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl schlägt. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Okay, danke vielmals für das nette Lied. Ja, ein wenig Hintergrund. Sprecht mit Delphine. So, ich schaue mir mal da rein. Und... Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Ja, gut. Ja, wenn du das sagst, Delphine. Ich bin nur der Kochmädel. Reden wir mal. Delphine ist eigentlich ein schöner Name, finde ich, ja? Schließ die Tür. Okay. Großvater? Geh mit, Belrand, komm. So. Nun können wir reden. Ja, wow, was ist denn jetzt los? Guck mal. Ja, ich habe ja gewusst, die hat's faustdick hinter den Ohren. Na, ich glaub's ja nicht. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Thalmor sind überall. Und was wollt ihr denn von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Thalmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Ja, dann sprich weiter. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ja, und woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Weil ich Angst habe vor dir, oder was? Warum habt ihr das Horn aus Ostengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Thalmor wart. Ja, warum suchst du eigentlich nach mir? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, natürlich. Genau so ist es. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Warum? Wir erinnern uns an das, was... Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Ja, was ist mit den Thalmor? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ja, und was ist der Haken an der ganzen Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Na, wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Wie hast du das alles herausgefunden, Mädchen? Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ödsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert. Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jerallgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Kühneshain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Und wo soll es hingehen? Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Abgeschlossen, sprich mit Delphine, finde den Drachenfriedhof. Lass uns einen Drachen töten. Moment, ich bin noch nicht ganz bereit, um zu gehen. Ja, wir werden uns das mal aufsparen, weil wir... Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Kühneshain. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Ist klar, Delphine. Ja? Wow, was ist denn jetzt los? Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühnesheim. Ja, nicht schlecht, Kleine. Truhe ist leer, ist klar. Ja, sie hat uns nicht da lassen. Das Gold nehmen wir mit. Wir looten schon wieder. Aufstieg und Fall der Klingen. Wir nehmen das Zeug, ja. Da ist auch noch ein Geldbeutel. Kann man nicht genug davon haben in dieser Welt. Schreibfehler. Das Buch vom Drachenblut. Ja, wir nehmen das Zeug auch noch mit. Und die Karte wäre auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir das Zeug. Da hinten gibt es noch was vielleicht. So. Glühstab ist cool. Zeug. Und ein paar Tränke. Das räumen wir doch gleich aus. Und dann hauen wir uns nämlich gleich zu den Graubärten. Ah, wozu nehme ich denn das Zeug eigentlich mit? Ich habe ja versprochen, ich tue das nicht mehr. Da gibt es irgendwas Tolles. Langbogen. Die Katana, was ist denn das? Schwert der Klingen. Habe ich schon zwei Hände schmarrn, aber Schwert der Klingen. Stahlschwert. Okay, gut. Auf geht's. Ich kann's nicht lassen, Leute. Okay. Geld. Oh, I love money, I love it. Das sieht ja alles toll aus. Ich krieg da einen Blutrausch. Okay, raus und zu dem Graubärten, zu den Graubärten natürlich. Da komm her. So, das Horn von... Ja, wir werden das einmal ausschalten und dann bringe das Horn in deinen Besitz. BB, bring das Horn zu Arngeir. Ja, da werden wir uns gleich wiedersehen. Ich mache hier einen kurzen Schnitt, ja? Okay. So Leute, wir sind angekommen und es ist wieder mal ein Sauwetter, ist ja klar. Wir hatten da, wir schreiben da, egal, wir gehen da rauf. Klimlex Vorräte, die lassen wir, verflixt noch einmal. Ich kann es ja nicht lassen. Ja, der Doso kann es nicht lassen. Wir werden jetzt Arngeir, das Horn von Jurgen Windrufer, bringen und schauen, was der zu sagen hat, dass wir diese Quest einmal abgeschlossen haben. Das ist ja ein Teil des Hauptquests, ja? Und dann werden wir... Wo ist er? Hallo, du darfst nicht reden, ja? Der ist sicher draußen und übt. Ja, im kalten Garten. Im kalten Hof. Im kalten Innenhof. Also die Ladesequenzen sind schon ein bisschen witzig. So, wo ist er? Ja, ich hab gewusst. Ja, der schreit schon wieder durch die Gegend. Rotter. Wo ist er? Da ist er. Alter Freund, du wirst dich da verkühlen, aber wirklich. Komm. So kann ich mit dir gar nicht reden. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Okay, wir folgen dir auf den Fuß. Du Geier. lieber Netter. Die sind ja recht nett, gell, die Graubärte. Wenn die nur ein wenig schneller gehen würden. Dann sehen wir uns mal die Prozession hier an. Ne? Großvater zappelt auch hinten rein. Das war die beste Idee, die ich hatte, dass ich ihm eine Fackel gebe. Damit spielt er sich besonders gern. So. Na, soll ich dir auf die Stufen helfen? Lieber Herr Arngeir. Okay, raus, rein, Leute. Das ist ja wieder mal... Dosita hat ja eine unendliche Kondition, weil sie verzichtet ja freiwillig auch aufs Reiten, weil uns die Pferde immer eingehen. So, ich sollte, glaube ich, die Ansicht ein wenig ändern. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittlicher Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Abgeschlossen. Lerne das Wort der Macht. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lena Prosis Haran. Mesnur Ismir, Dovaseva, Daman, Darok. Tuvati, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und das unbescheidene verstanden. Hochrotkarl steht euch nun offen. Abgeschlossen, das Horn von Jürgen Windrufer. Ja, wir sind jetzt... So ein, ja, Graubart. Tosita Graubart, cool. Okay, Leute, in diesem Sinne, ich glaube, wir machen jetzt einmal Schluss. Und Tosita, Riffraff und die Graubärte verabschieden sich genauso wie ich und hoffen, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Mal, wenn es da heißt, einen Drachen vom Himmel zu holen, ja? Wir sind, ja, ein Drachenblut. Verifiziert. Jetzt kann es uns jeder glauben. Okidoki, euer Toso. Bis dann. Ciao. Die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.